Jo, dann mal weiter im Text. Also, ich wollte die Munition da wegnehmen. Und die tolle Munition reintun. Genau. Auch wenn ich jetzt gelernt habe, dass 100 nicht so wirklich reichen. Also nehme ich die auch nochmal alle mit. Gut. Dann forschen wir jetzt gerade Sachen, die keine blauen brauchen. Kupfer. Hast du dich so ein bisschen gefangen? Nö. Wir brauchen definitiv auch noch mehr Kupfer. Ich könnte das Feld da oben anzapfen. Hm? Ja, könnte ich. Bau mal. Nicht genug Stahl. Wofür verbrauchen wir gerade so viel Stahl? Also ja, ich verbrauche viel. Das ist richtig. Ihr verbraucht ein bisschen. Das war's dann auch schon. Eisen haben die alle. Eventuell einen vierten Electric Furnace für Stahl machen. Und dann haben wir noch weniger Eisen. Dann kommt das wieder nicht hin. Das geht nicht auf. Ich denke, ich baue... Haben wir noch Schmelzöfen? Zwei Stück, ja. Ich baue, glaube ich, noch ein... Zwei davon. Zwei Electric Mining Drills. So, die da können eigentlich auch gleich aufhören. Müssten langsam genug haben. Jedenfalls vorerst. Die bitte. Genau, die Leichen können wir mal alle wegschmeißen. Roboter können wir freilassen. Holz kann weg, bis auf einen Stack. Metall kann weg. Eine doofe Mauer kann weg. Alte Schmelzöfen können weg. Tin kann ein bisschen was hier eingelagert werden. Das brauche ich nicht alles im Inventar. Und was wollte ich jetzt eigentlich wegschmeißen? Ich wollte eigentlich irgendwas aussortieren. Deswegen habe ich damit angefangen. Jetzt habe ich alles aussortiert, bis auf das, was ich aussortieren wollte. Hm? Genau, ich wollte die Tränke da reintun. So, bitteschön. Die Solarpanels brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Die Schilde noch aufstufen, das wäre schick, ja. Dafür fehlt aber sehr viel Stahl und blaue Chips. Wie schaut es allgemein mit unseren Chips aus? Nicht existent. Also ja, wir haben 100 blaue, die klaue ich mir gleich mal. Aber wir haben bei weitem nicht genug grüne und rote, um die hier weiter arbeiten zu lassen. Also, ne? Jetzt arbeitet das Ding gerade nicht, weil es die Kiste da halt voll ist, so beschränkt wie sie ist. Wenn ich das aber rausnehme, dann wird es alle unsere Chips auffressen, die produziert werden. Ist dann aber halt so. Ich brauche die blauen für die Powerrüstung. Genauso wie ich das Tungsten brauche. Ich hätte gerne die mal kurz raus und ich hätte gerne Tungsten-Erz. Da. Nur für den Fall, dass ich das irgendwann mal irgendwo in eine Kiste geschmissen habe. Da bin ich mir relativ sicher, dass da oben gleich was angeflogen kommt. Genau. Da, her damit. Sonst nichts, ne? Wir haben nicht mal 50 Tungsten. Also wir brauchen noch 103 Tungsten. Das holen wir uns, während wir unterwegs sind. Das schmelzen wir schon mal ein, was wir haben. Slow Capsules hätte ich eigentlich noch ganz gerne welche. Dafür brauchen wir Kohle. Gib mir bitte ein Stack Kohle. Was fehlt jetzt? Stahl. Es fehlt... Ja, Stahl fehlt halt in letzter Zeit öfters. Lässt sich nicht ändern. Die Spitterbasis töten. Wäre ein Plan. Wobei mir die Basis da eigentlich lieber wäre, weil die schon ziemlich nah dran. Und guckt euch das mal an, was hier los ist. Das ist nicht gut. Ich muss das irgendwie anders machen. Das wird in Zukunft immer schlimmer werden. Wenn wir da jetzt MK2, MK3, MK4 Boiler hinbauen. Ich könnte anfangen, auf Solarzellen umzusatteln, aber mal ernsthaft, die bringen so dermaßen weh, da müsste ich Tonnen von bauen. Die brauchen alle Stahl und grüne Chips. Warum brauchen die Secondary Panels keinen Weak Flux Capacitor? Sehr komisch. Weil die Primaries sind ja die, die wir bauen wollen. Weil wir Secondary Steam Engines haben.
Also in der letzten Staffel habe ich die Solarpanels ja auch gebaut. Und am Ende ging das sogar relativ gut mit denen. Aber wir hatten tierisch viel Platz dafür verbraucht. Den wir jetzt ja theoretisch hier hätten. Ich wollte das ja bis da und dann da so umknicken. Füllen. Brauche ich aber ziemlich viel Stein für. Trotzdem hätten wir hier unten Platz, darum Platz. Das wird nichts bringen. Das wird bei weitem nicht reichen. Nicht jetzt. Sonst wird so viele Ressourcen verschlingen, dass wir für nichts anderes mehr Ressourcen über haben. Wenn ich es jetzt noch ändern könnte, würde ich die da wegnehmen und würde sie irgendwo, ja, hier wahrscheinlich ranbringen. Problem ist dann, dass das Ganze nach da kippt und dann würden die Basen da wieder ein Problem werden. Also, wir tätigen viel Arbeit und macht nicht wirklich viel Unterschied. Was ich machen muss, ist die Basis zerstören und hier eine Mauer runterziehen. Dass wir ähnlich wie hier zukünftig auch so einen kleinen Puffer haben. So, Laser Turret Damage Upgrade ist durch. So, ich hätte jetzt gerne das hier erforscht. Research. Ja, das heißt, ich teste jetzt einfach die Basis da wenigstens ein bisschen weich zu kloppen und vielleicht einen von den Spawnern zu zerstören. Wenn ich das schaffe, ist schon mal ein bisschen was gewonnen. Gib mir das. Bauen noch zwei davon. Ja. Okay, Hinder unterwegs, wenn wir finden, Tungsten abbauen. Du. Bauen wir damit ganz viel Lernfüll. Hast eine Weile was zu tun, okay. Darunter. Wobei, eigentlich sollte ich erstmal dafür sorgen, dass die östliche Mauer fertig ist, bevor ich mir Gedanken mache über eine zweite westliche, oder? Aber hier im Westen ist alles total ruhig. Hier im Osten. Ne? Die Basen sind recht schön weit weg, es kommen keine Angriffe. Wir haben ganz viel Platz. Ja, so lange, bis irgendeine neue Basis da aufploppt, genau mittendrin und zu groß, dass ich sie killen könnte. Dann wäre echt ein tierisches Problem vor der Haustür. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr in der Basis bin, ändere ich das hier um in, gib mir bitte, da, gib mir bitte alle Steinmauern, die du hast. Das heißt, alle Steinmauern, die wir jetzt abreißen, kommen dann zu mir geflogen und ich setze dann von Hand hier die Mauer zu Ende. Die bringen zwar fast gar nichts, aber ne, wir haben wenigstens ein Frühwarnsystem. So, was war das Problem mit dem Ding hier unten? Drei Big Biter, aber es ist nur ein Biter-Spawner. Den zweiten hatte ich ja schon gekillt. Okay, das sollte klappen. So, schön ein. Lull. Wow. Okay. Ja. Alle einlullen. Ich werde mehr davon brauchen. Komm, mach den. Mach den. Nein. Splitter töten. Gleich habe ich keine mehr. Okay. Der ist kaputt. Ich muss jetzt also nur die ganzen. Oh. Die doch recht vielen weiter jetzt töten. Dann runter den Rest. Und wie viele Kapseln habe ich noch? Eine. Oh Gott. Oben ist keine Basis. Nee. Oh, da ist Tungs. Und hier noch ein Alien-Artefakt. Wow. Unterschätze nicht die Spucker. Weg. No. So. Uppala. Tungsten, gib mir Tungsten. 103 oder so fehlt noch. Alles Leichen hier? Krass. Gib mal die ganzen Leichen.
Ganz viel Chitin für tolle Chitinmauern. Es ist echt unpraktisch, dass es den Item Collector nicht mehr gibt. Die hätten ihn ruhig abschwächen können oder sonst was, aber ganz rausnehmen. Schon ein bisschen krass. Weil, seht ihr, was für eine Friemelarbeit das hier ist, das einzusammeln? Na gut, du, komm mal mit. Also 103 davon. Die Basis unten kriegen wir gleich geknackt. Munition hält. Wir haben immer noch 100. Wir haben ungefähr 20 bis 30 verbraucht. Das heißt, wir machen dann oben nochmal das gleiche. Und dann ziehen wir eine erste provisorische Mauer hoch, damit sich niemand an unsere Basis ranschleichen kann und eine neue Basis baut in unserem Smog-Bereich. Und dann müssen wir die Basis immer so weit, die westliche Mauer so weit vorziehen, dass sie vor unserer Smog-Wolke ist. Könnte problematisch werden, aber ja. Oh, wir haben schon genug Tungsten. Ja, dann hör mal auf. Das ging schnell. Also die Picke ist super. So, da sind jetzt nur Spucker. Dafür aber garstig viele. Richtig garstig viele. Das sind mehr, als sie eigentlich spawnen sollten. Glaube ich. Ja, spawnen eigentlich immer nur drei. So, weil ich so viel im Kreis gelaufen bin. Hier. Die da unten Akronimige. Oh, okay. Ich hätte nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Oh, weg. Berserker-Spucker. Die halten schon mal ganz einen Ticken mehr aus als die Big. Geben dafür aber auch Rubine, ne? Wenn man sie einsammeln würde. Weg. Spawner kaputt. Sehr gut. Hier haben wir Artefakten. Hier haben wir Artefakten. Hier haben wir Artefakten. Und dich auch mal weg. Da ist noch ein Wurm dazwischen. Oder Wurm, aber du bist nur ein kleiner Wurm, richtig? Richtig. Was? Can't disconnect rolling stock? Not in vehicle? Oh, ich muss eine falsche Taste gedrückt haben. Das ignorieren wir mal. F gedrückt, halten, ein paar Leichen mitnehmen. Zip, zip, zip. Es wird hell. Und wir sind jetzt auf 70 Magazine runter. Von 130. Also schaffen wir es vielleicht noch, die Basis da oben zu zerstören. Und Power Armo MK2. Kann ich leider jetzt nicht unterwegs bauen. Dafür fehlen noch die Speed-Module und die Effektivitätsmodule. Und die eingeschmolzenen Tungstenplatten. Aber bald. Nicht mehr lange. Ich hätte jetzt ganz gerne. Das erforschte Power Armor 3 braucht keine Alien-Artefakte. Das ist super geil. Aber das Ding zu bauen braucht 150 plus das für die MK2 auch nochmal. Das ist schweineteuer. Ja. Aber Grid Size 18x18 ist schon recht beeindruckend, ne? Gucken wir erstmal. Kobalt wäre das, was wir bräuchten. Aber ich denke, das ist noch eine ganze Ecke weit weg. Also von den Alien-Artefakten her machbar. Sogar relativ gut machbar. Aber überlegt mal, wie teuer es ist. Erst müssten wir die MK2-Rüstung, die wir gleich bauen, nochmal bauen. Das dauert schon mal. Und dann die insgesamt 66 MK3-Module. Die sind auch relativ teuer und schwer zu bauen. Das dauert dann auch nochmal eine ganze Ecke. Also nee, dich erforsche ich jetzt nicht, zumal du auch 1500 blaue Tränke brauchst. Ich mache jetzt was anderes. Und zwar mache ich jetzt das Nachtsichtgerät. Einfach nur, wenn es mal richtig dunkel ist, dass ich das mal aufsetzen kann, auch wenn es eklig grün ist. Man sieht doch einen Ticken besser. Und in der Hoffnung, dass sie irgendwas dran gedreht haben. Dass es jetzt doch irgendwie vielleicht ein Hellblauton ist oder schwarz-weiß oder irgendwas in der Richtung. Das wäre mir wesentlich lieber. Und ich weiß, es gibt auch Nachtsichtgeräte, die nicht mit Grün arbeiten. Das wäre es ganz nett, wenn die eingefügt werden könnten. Hier ist alles Kristall. Ja.
Ein bisschen Gold. Nur mal so für den Geschmack ein bisschen mitnehmen. Tin hatten wir, glaube ich, noch genug, ja. So, die Basis da war unser Ziel. Wobei, das geht schnell. Wobei die Basis da irgendwie netter aussieht. So, was jetzt?